Freunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Ich und mein kleines Schießeisen hier, wir freuen uns heute ganz besonders auf ein hoffentlich erquickendes Wiedersehen mit den überraschend lebendigen, leblosen Überresten unserer einstigen Kollegen. Es verspricht auf jeden Fall ein weiterer, treffensicherer Abend zu werden. Ein Abend voll gepflegt manierlichen Übermutes. Denn wenn sich erstmal diverse Zahnreihen in meine zarte Schulter schlagen, dann werde auch ich begreifen, dass ich doch lieber die hiesigen Schließschränke und Leichenteile nach noch mehr Munition durchfingert hätte. Danke auf jeden Fall, dass ihr mich auf diesem sehr schicksalhaften Weg begleitet. Denn apropos durchsuchen, wir sind hier noch lange nicht fertig. Noch lange nicht genug, um mit der Story hier weiter voranzuschreiten, denn unsere liebe Schweizer Käsehüfte Mafia hat uns beim letzten Mal verklickert, wie wir am besten unsere Angebetete wieder treffen können. Und bevor wir das tun, möchte ich mich hier gerne aber noch ein wenig weiter umsehen, denn wir wurden durch sein Gejammer beim letzten Mal jäh unterbrochen. Und er hat auf jeden Fall gesagt, wir müssten die Treppe hoch, um uns auf ein Wiedersehen mit Claire einlassen zu können. Also machen wir mal genau das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Ich meine, gut, den findigen Beobachtern ist jetzt aufgefallen, dass ich trotzdem die Treppe hochgegangen bin. Aber wir haben hier ja zwei Türen, die sich gegenüberliegen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch den Spare Key, den Peak. Ich werde vielleicht erstmal hier reingehen. Eventuell hätte ich ja auch letztes Mal in der Bibliothek weitergehen können. Oh Gott! Da ist aber jemand sehr bedürftig. Ja, das war die liebe Tessie aus dem Büro für absonderliche Verschlümmelungsversuche. Schätze mal, da hat sich jemand inspirieren lassen! Tessie! Ich konnte dich noch nie leiden. Oh mein Gott! Sie hat ja einen Freund mitgebracht! Nein, Moment, das ist der Typ aus vom Snackautomaten. Snackman! Wenn der kleine Hunger kommt. Tessie, halt dein Maul. Oh, Alter. Ich wünschte, es gäbe irgendeinen Triggerpunkt, wo ich sie halt instant fertig machen könnte. Aber die scheinen nicht besonders motiviert hier zu sein. Ich meine, wäre ich vielleicht auch nicht, wenn ich den ganzen Tag in der Bibo verbringen müsste. Ey, darf ich bitte mein Messer wieder haben, sag mal? Ich weiß, dein Mann hat dich verlassen und du bist sehr, sehr einsam, aber ich möchte doch wohl bitte bitten. Ich bitte sie bitten zu lassen. So, du hältst bitte auch deine Klappe. Karamell-Nougat-Crunch! Scheiße! Warum denn? Oh, ich habe keine Munition mehr! Oh Mann, Tessie, darf ich mir das mal bitte ausleihen? Ja, wartest du mal kurz bitte? Komm her, Süßer! Bam, Junge! Oh, verzieh dich! Ich würde dich schon noch kriegen, mein Fräulein. Oh, sie sind erwacht. Meine Güte. Oh, Knusper, Knusper, Knäuschen. Wartet mal, Jungs. Mal kurz die Feuerwehrleiter hier benutzen. Die Feuerleiter hier benutzen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie Munition, von der ich wissen sollte? Ich frage für einen Freund. Das habt ihr nicht gesehen. Ich weiß, das war sehr, sehr peinlich. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Wir sprechen da bitte nicht drüber. Okay, niemand spricht da drüber. Haben wir hier Munition? Ach was. Oh nein, das ist ein rotes Buch. Och, gerne nehme ich das mit. Genau das, was ich gesucht habe. Alles klärchen. Oh, noch ein Messer. Ach so. Oh, der hat ja beim letzten Mal schon seine Portion abbekommen. Nee, vermutlich nicht. Mal. Komm her, mein Freund. So, jetzt habt ihr alle was im Wanst von mir. Ein kleines Souvenir, was ich euch mitgebracht habe. Und jetzt was? Und nun was? Apropos Munition, Alter. Moment mal. Hier kann ich doch irgendwas machen. Ah, ich kann meinen Weg da wieder drüber bahnen. Oh, verstehe. Alter, das wird ja hier... Das wird ja interessant. Moment, nee, hier komme ich her. Gab es hier noch vielleicht irgendeinen anderen Weg? Och, ich bitte dich. Ich muss da auf jeden Fall wieder rüber. Da ist bestimmt noch eine Tür. Ich bin da nicht für umsonst durchgebrochen. Aber ich brauche auf jeden Fall Munition. Ja, ich muss die... Genau, ich muss die da rüberschieben. Dann kann ich da wieder hinlaufen. Okay, dann werde ich mich mal hier ein bisschen umschauen. Irgendwo muss ja noch was liegen. Ach, schade. Ich dachte, das war irgend so ein... kurioses Heilkraut. Was habe ich denn eigentlich alles mit hier? Ich hoffe, die Polizei hält mich nicht an. Was haben sie denn da für ein Kraut? Habe ich gefunden. Ja, die werden mir auf jeden Fall glauben. Ach ja, hier sind wir wieder. Okay. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, dass ich hier vielleicht
in die eventuelle Lage gerate, ein Päckchen Munition übrig gelassen oder übersehen zu haben, dann sagt bitte jetzt Bescheid. Oh, ist hier was? An Überlebende. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach dem unheimlichen Mistkern offen, die wie gehäutet aussehen. Die nennen sie Licker. Sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, sprechen die von mir, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. Ah ja. Den, für den ich gefragt habe. David. David Ford? David, ich habe dein Tagebuch gelesen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einfach blind rumlaufen sollte, um nach Munition zu suchen. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Weil wenn ich jetzt hier wieder auf Gegner treffe... Ich wünschte, ich hätte schon die Safe-Kombination. Aber so viel Glück habe ich nicht. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwer rum, der irgendwie zufälligerweise was dabei hat. Wie sieht's mit dir aus, Schätzchen? Oh, hast du was? Oh, du hast was! Oh mein Gott, heute ist mein Glückstag! Oh! Heute ist doch nicht mein Glückstag. Ich glaube, ich muss dich mal ignorieren. Nee, ich muss dich nicht ignorieren. Jetzt habe ich nachher mit dir Probleme. Bäm, Junge! Ah ja, das Fadenkreuz zieht sich zusammen. Hätte mir auch mal früher sagen können. Bäm! Paff! Pow! Es macht so Spaß. Es macht übelst Fun. Oh, ich hätte ja auch hier das Gunpowder. Warte mal, zwei Einheiten davon kombiniert, da hat man Pistolenmunition. Ja, zappalot. 13 Stück? Meine Herren. Heute ist tatsächlich mein Glückstag, ey. Alles klar. Gut, das machen wir später. Ja, sehr gut. Wundervoll, dann hat sich doch der Weg gelohnt, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal hübsch in der Bibliothek aufräumen. Und dann mal schauen, was wir dort hinter dieser Tür finden. Nicht wahr? Möchte doch irgendwer meine Bekanntschaft machen? Nein? Heute wird nicht hier rumgelickert. In das Vergnügen komme ich auf jeden Fall noch. Ich erinnere euch dran. Oh, huch. Sorry, ich bin betrunken oder so. So, ich gehe am besten mal da runter. Die Jungs da warten schon auf mich. Essen ist fertig. Ja, ja. Ich weiß das schon. Ich weiß das schon. Komm mal her, Snackman, Alter. Bäm in die Lave. Das war's mit deiner Unterlippe, Schätzchen. Ich brauche übrigens das Messer wieder, was du da zufälligerweise dir mal kurz ausgeliehen hast. Wenn ich das nehmen kann, ist das ein Zeichen dafür, dass er tot ist? Hoffe einfach mal. Scheiße. Ach nein, den kriegen wir hin. Oh, guck mal, guck mal. Ich krieg dich schon noch. Ich schwöre. Ich hab's Tessie versprochen. Oh, ich bin auf einmal so müde. Oh. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Okay. Okay, so, wir haben zwei Messer. Eins davon ist schwer beschädigt. Das verabschiedet sich gleich. Okay, wunderbar. Was ist das? Nee, ich will wissen, was das ist. Was mache ich damit? Okay. Das habe ich vermutlich noch nicht. Momentchen mal. Momentchen mal. So, halten. Und jetzt. Zack, reicht das schon? Bitte. Ah, wir brauchen noch eins, oder? Nee, wir müssen das noch eins rüberschieben. Moment, ja. Zack. Jawohl, ja. Lässt du dich bitte auch verschieben oder hängst du da fest da unten? Verdammt, wir brauchen irgendein Teil, ne? Ach, Mist. Wir können das noch gar nicht machen. Was fehlt uns denn? Ich weiß es nicht. Ich würde da gerne hin. Gibt es hier vielleicht irgendetwas? Vermutlich nicht. Wir müssen da noch was holen. Was ist das hier für eine Tür? Uha. Oh, Moment, hier kriegen wir die nächste Münze, oder? Oh, da muss ich doch gleich mal mein schlaues Buch befragen. Das Polizeihandbuch Volume 1. Notizbuch, ja, da ist es. Zum Ausmalen. Von 1 bis 99 Jahren. So, hier ist das Einhorn. Fische, Skorpion und, was auch immer das sein soll? Eine Frau mit Haaren, nee, ein umgefallener Krug, oder? Fische, Skorpion, Krug. Alles klar. Das ist dir das einfach sagt. Das ist so kurios, oder? Skorpion und Krug? Jawohl. Jawohl, ja. Oh, wir haben die zweite Münze. Geil. Das läuft auf jeden Fall.
So, Platz haben wir zumindest auch genug. Geil. Wäre ich mal weitergegangen, so hätte ich mir den Weg vielleicht ersparen können. Und nein, hätte ich nicht. Ich brauche das Schießpulver, ha? Ja, ich brauche das schon. Soll ich vielleicht zurückgehen und mal was ablegen? Oder, ich weiß nicht, schmeiße ich das Messer weg? Das macht eh nur noch einen Stich. Können wir da rein? Nee, können wir noch nicht. Würde das gerne mitnehmen. Vielleicht heben wir es uns auch auf. Ich will mal das Messer noch nicht wegschmeißen. Ich meine, das ist eine Waffe und wir haben nicht allzu viel Munition auf jeden Fall übrig. So, Momentchen mal. Jetzt können wir auf jeden Fall das hier machen. Und dann mal schauen, was da passiert. Wo setzt man das ein? Ich glaube, da unten. Ja, cool. Dann sind wir auf jeden Fall hier schon weit. Spielt eigentlich das ganze Spiel in dieser Polizeistation? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja das Original nie gespielt, Freunde. Ah, es geht immer weiter auf. Okay. Was die hier einbauen für ein Zeug? Was soll das? Marv, was sagst du dazu? Was macht die Hüfte? Wird schon besser, oder? Alles klar. So, wir können mal gucken, was wir hier ablegen können. Ja, ihr habt mir den Tipp gegeben. Vielen Dank übrigens dafür. Und zwar habe ich das versucht beim letzten Mal hier zu benutzen. Ging natürlich nicht, aber man kann, wenn man die Gegenstände untersucht, vielleicht noch mehr Sachen rausfinden. So wird das doch benutzbar. Okay, Taschentresor. Auf dem Zettel daneben stand, man soll einfach diese Schaltflächen drücken und in einer bestimmten Kombination passiert dann irgendwas. Öffnet sich wahrscheinlich oder so, weiß ich nicht. Okay. Ist das zufällig? Dann kann das ja auf jeden Fall eine ganze Weile dauern. So, zack, zack. Zack, nee, das nicht. Jawohl. Sehr nice. Die Rätsel sind halt doch viel einfacher, als man denkt. Ich will eigentlich wieder Ersatzteil. Irgendein kleines Teil. Och, danke schön. Ich sammle sinnlosen Scheißdreck. Cool. Wundervoll. Das hat sich ja gelohnt. Hast du das gesehen? Das war die blanke Action, Alter. Nee, es wird jetzt nicht hier solitär gespielt. Es wird jetzt nicht beobachtet bei meiner brachialen Action. Okay, das brauchen wir noch irgendwie. Das sah aus wie irgendwie eine Computertaste oder so. So, wartet mal. Ich schaue mal, ob wir vielleicht irgendwie was ablegen können da in unserer Box. Das wäre auf jeden Fall super. Und dann können wir hier auch gleich mal noch speichern. So, was brauchen wir denn nicht? Das kleine Teil eigentlich nicht. Die Flintenmunition, die verstaue ich mal hier, weil wir haben ja noch keine Schrotflinte. So, rotes Buch, ein zerschlissenes altes Buch. Das nehme ich auf jeden Fall mal noch mit. Ob ich den Schlüssel noch brauche, weiß ich nicht. Vielleicht komme ich noch mal auf irgendeine Tür. Den Kleeblattschlüssel müssen wir auch noch suchen. Fällt mir gerade auf jeden Fall ein. So, nehmen wir Slot 3. So, und jetzt gehen wir mal zurück zu Claire, würde ich sagen. Das müsste ja dann eventuell die andere Tür sein auf dieser Seite. Fragezeichen, multiple Fragezeichen. Ich bin mir nicht sicher. So, 9 Pistolenkugeln. Oh, das verspricht auf jeden Fall richtig interessant zu werden. Oh ja, die Tür ist offen. War vorher nicht offen. Moment mal, lass das mal mitnehmen. Können wir das noch kombinieren hier? Nee, nicht austauschen. Ja, okay, mach's so. Nimm halt die andere Hosentasche, ist mir egal. So, haben wir noch irgendwas? Ich muss mich halt viel besser umsuchen. Das ist so überlebenswichtig. Was steht hier? Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation. Natürlich ist die Polizeistation auf jeden Fall eine Touristenattraktion. Also die Stadt muss ich auf jeden Fall. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. Ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das ist die Erklärung. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke. Diese Stadt ist verdammt traurig, Alter. Wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mithilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Unternehmen ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Die Stadt ist nicht traurig, die Besucher sind traurig. Okay. Oh, hier haben wir noch ein Safe. Natürlich ohne Combination. Ich frage mich, wo wir die herkriegen. Ist das ein für alles? Finden wir irgendwann einen Code und dann können wir... Oh, zum Glück habe ich den Schlüssel mitgenommen, Alter. Meine Güte, sonst hätte ich mich jetzt ein bisschen geschämt. So, es geht hier. Eieiei.
Das klingt absonderlich ungemütlich. Kunstraum. Ah, wirklich? Oh, wirklich? Was ist denn hier los? Meine Großeltern? Oh ja, okay, ich weiß. So, haben wir irgendwas? Raccoon Magazine, der rote Stein. Ach nee. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einen weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimme Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Zumindest in Raccoon City, ich verstehe schon. Oh, hier haben wir die Weapons Locker Keycard. Es gab so viele Leute, die gesagt haben, ey, die lag da auf dem Tisch neben dem Typen, neben Snackman, Alter. Das stimmt nicht, das war in der Demo so. Die lag da nicht. Hi, vermisst du deinen Arm? Tja, schade. Was sagt denn Cäsar dazu, sag mal? Okay, die können wir ja jetzt hier einsetzen. Oder? Ich weiß nicht, sollen wir ihm einfach zurückgeben, oder hat er, weiß nicht, seine Hand da gechillt? Ich weiß nicht, okay. Ist das mit Absicht gemacht, Brudi? Edward, altes Haus? Es geht. Ja, was geht? Linker Arm. Das Buch passt wie angegossen? Ach was. Also ich habe da jetzt zufällig drauf geklickt. Warte mal. Hier, das willst du. Oh, das rote Juwel. Ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwas ist. Na, geh mal her, gib mir gleich deinen kleinen Schlagstock dazu mit, bitte. Den brauche ich. Dann kann ich diversen Leuten in den Wanst rammen. Zepter. Easy. Können wir da ein bisschen dran rumspielen? Ich spiele ja gerne mal an so Sache rum, ne? So, untersuchen. Haben wir da vielleicht irgendeinen Knopf oder irgendwas? Drehen. Zoomen. Oh, hier! Oh, Alter, wie das funktioniert! Och, geil! Ey, ich will das Zepter wieder haben! Ich will damit Leute vermöbeln! Boah, jetzt muss ich noch irgendwie so einen Blanko-Ring finden und dann habe ich schon mal einen schönen Verlobungsring für die gute Claire, nicht wahr? Hoho, wie ich das hier angehe, Leute. Ein Mann vom Fach. So, was ist das hier? Oh nein, da geht's ins nächste Areal. Da brauchen wir irgendeinen Schlüssel für. Okay, alles klar. Oder auch nicht. Okay, gut. So, was geht? Vorsicht, da ist eine Wand. Ich sag's nur. Also, was ist denn gerade passiert? Ist hier ein Hubschrauber abgestürzt? Why? Warum? Den bringe ich jetzt einfach eine schöne Entspannungsmische. Oh, warte mal, da geht's raus. Vielleicht geht's da zu Claire. Ich weiß nicht, man munkelt. Uha, Alter! Dass das ganze Gebäude nicht zusammengefallen ist, Alter. Ey, das ist ein Kunstmuseum. Das steht vielleicht mal unter Denkmalschutz, du Grobian, Alter. Ja, RIP. Was hast du davon? Hey. Oh, ich hab's gewusst. Leon? Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Du bist da nass, Claire. Oh. Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Deine Polizeistation fliegt gleich in die Luft. Kamen wir aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Oh doch, diverse. Wir können auch ein bisschen was rauchen oder so. Wie geht es dir? Hab ich gefunden. Weißt du, ich schlag mich durch. Oh Gott. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Als ob die sich gerade fürs Kino getroffen haben oder so. Vom Ticketschalter stehen. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Die haben die gleichen Humor wie ich. Okay, Schätzchen. Ja, du solltest gehen. Du schlägst dich durch, ne? Kümmere dich um dich selbst. Oh ja, auf kannst du Gift nehmen. Ja, verschwinde hier. Jetzt! Also, okay.
Lass uns das durchstehen. Badige. Okay, an der Stelle schwächelt übelst die deutsche Synchro. Also das war... Also wie kann man so unemotional daran gehen, hier an die ganze Angelegenheit? Ich bin von Zombies umzingelt. Oh, ein Boltcutter! Endlich! Ich habe es! Yes, Mann! Yes! Marvin, hören Sie mich! Und Marvin. Munition. Wunderbar. Okay, Marvin ist hier gerade out of order. Warte mal, können wir das, warum können wir das nicht da gleich reinmachen? Okay, ich glaube, Freunde, ich muss mal kurz... Ich muss vielleicht auch mal hier dieses Messer wegwerfen. Können wir das kombinieren? Dann wird der Balken wieder voll. Das wär's. Ich mach die Klinge an die andere Seite ran. Darth Maul-Style. Ich werde das wegwerfen. Das ist in Ordnung. So. Was passiert eigentlich, wenn ich so Sachen wie einen Boltcutter wegwerfe? Ich weiß nicht. Kann ich das überhaupt? Vermutlich nicht, oder? Nicht, wenn es spielrelevant ist. Okay, Leute. Oh, hi! Na? Sie möchten eine Meldung melden, ne? Wir haben nach einem besonders fähigen Officer gesucht. Tja, hier kriegen sie leider nur was zu essen. Ich weiß. Das war auch der finale Stoß, Leute. Sag mal, das haben auch viele gesagt, ich soll das machen, aber das ist halt super gefährlich. Mach doch lieber das hier. Alter, ich brauche dringend Munition. Verdammt. Okay, noch habe ich ein bisschen was. Oh no. Momentchen mal. Ah! Komm, du bekommst gleich Aufmerksamkeit, mein Süßer. Oh, Alter. Ich liebe diesen Impact. Ich finde das so geil. Schluss jetzt, ne? Ist gut jetzt. Hast du das Messer? Das ist kaputt wahrscheinlich. Verdammt nicht nochmal. Oh. Oh, ach, hier bin ich wieder. Ach so. Hast du dich auch schon gewundert, ne? Oh. Oha. Ich hab verschossen. Nicht gut. Was? Ich bin... Dass die so hin und her wurbeln, macht's halt schwer. Ich glaube, das machen die auf leicht nicht so arg. Bleib jetzt liegen, Mann. Ey, was ist mit ihm los? Das ist ein witziger Tank, Alter. Meine Güte, du hast mein Messer hast du auch noch gefressen. Warte, ich muss jetzt hier das Kraut einnehmen. Benutzen. Mix zwei verschiedene Kräuter, stellt die Gesundheit komplett wieder her. Das ist vielleicht gut bei Warnung. Und was macht das andere? Stellt eine Menge Gesundheit her. Dann nehme ich erstmal das. Verdammt, ich gehe jetzt hier raus. Ich glaube, die Kugel hätte ich mir sparen müssen, oder? Okay. Boltcutter. Hier können wir noch einen einsetzen. Und in dem Raum mit diesem Tischrätsel da. Dieser Büroraum mit den Desks. Da war, glaube ich, auch noch so ein Ding. Oh, bitte nicht. Oh, noch mehr Desks. Oh, Wunderbärchen. Wunderbar. Alter. Okay, was haben wir hier? Schießpulver! Hier ist Schießpulver! Ich hätte das andere noch mitnehmen müssen. Nö, Freunde. Muss ich vielleicht lieber zurück? Ist das so eine strategische Vorgehensweise hier? Oha. Das wird sich auffallen. Wer kam denn auf die Idee, sag mal? Oh. Oh, ich bin hier. Oh, ich leg überall Shortcuts frei. Ah ja. Lässig. Okay. Das ist super. Ich könnte jetzt natürlich rausgehen und mal das Schießpulver noch holen. Kann ich vermutlich nicht. Hier ist die Tür zu. Verdammt nochmal. Ach, der hat sie ja zugemacht. Stimmt. Ich komme da gar nicht mehr so einfach raus. Ah! Oh. Mein Gott. Oh Gott, oh Gott. So, ich glaube, der ist da raus, oder? Ist er hier wieder drin? Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwie Munition finde. Was ist das? Oh, für das Badezimmer, ne? Okay, alles klar. Hochwertiges Schießpulver. Das nützt mir halt nichts. Ich weiß, das brauche ich für die Schrotflinte. Aber, die habe ich noch nicht. Mist. Hat der was? Bitte hab was. Oh, bitte hab was. Yes, wait. Nein. Ich will ihn hier. Jawohl. Verdammt, was mache ich jetzt weg? Verdammt, ich brauche alles, ne? Ich brauche auf jeden Fall alles. Das sind alles wichtige Items. Ich muss zurück. Ich muss, glaube ich, echt zurück. Blendgranate? Alter, was haben die denn hier alles rumliegen für geiles Zeug, Mann? Wie geil ist das denn? Okay, ich kann es leider noch nicht mitnehmen. Aber das Pflänzchen hier, können wir das noch kombinieren? Nee, können wir nicht. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall zurück, Leute. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück.
und raus, weil wir müssen auf jeden Fall Gegenstände ablegen. Oh, bitte sag mir, dass ich hier durchkomme. Bitte, bitte, bitte. Sonst habe ich ein großes Problem. Hi. Ja, einen Feuerlöscher habe ich jetzt nicht mitgebracht. Sorry. Alter, Mr. Barbecue. Huch! Nein, 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 nein. No, 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 no. Okay, das ist zum Glück hier direkt um die Ecke. Boah, ich hätte gerne noch mehr solche Boxen, dann könnte ich noch mehr mitnehmen. Aber das ist mir leider nicht vergönnt, hier die kleinen Spaßverderber. Meine Güte, was ein Stress. Meine Hose schleift schon übelst auf den Boden. Ich hab die Taschen voll, Mann. Marvin, kann ich mir mal kurz deine Gürteltasche ausleihen? Wo ist der überhaupt hin? Ist er noch da? Wart mal. Marv? Oh, Marvi! Er lebt noch. Ja, noch. Betonung auf noch, Alter. Okay, alles klar. Hast schon deinen Solitärrekord gebrochen? Ich bitte dich. Wenn ich wieder zurückkomme, dann muss das aber erledigt sein, Freundchen. Jetzt sag ich alles hier um Mutter, Mr. Krabs. So, Schlüsselkarte, Schneidewerkzeug. Wir sollten halt alles mit haben, ne? Das ist halt, okay. Hochwertiges Schießpulver, das können wir auf jeden Fall mal verstauen. Den Rubin? Nehmen wir den mit? Ich weiß es nicht. Ich lege diesen Schlüssel hier erstmal ab. Mal, der hat einen Haken drin. Ein wichtiges Objekt. Okay, das kann man wahrscheinlich einfach nicht wegschmeißen. Klar, sonst kommt man nicht weiter. So. Okay, Spielstand überschreiben. Und jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal zurückgehen. So, und in diesen Räumlichkeiten hier kräftig absahnen. Okay, ist wahrscheinlich egal, wo ich lang gegangen wäre. Ich brauche die Muni. Ich brauche die Muni von dem schlafenden Typen hier. Komm, gimme, gimme. Gimme, gimme. So. Okay, nachladen. Nachladen. Bisschen schneller nachladen vielleicht. 10 Kugeln reichen nicht für die Dicken, ey. Oh no, das ist Elvis. Elvis schluckt auch richtig viel. Verdammt. Ja, komm. In einer Reihe, Freundchen. In einer Reihe. Was hast du mit deinen Fingern gemacht, Alter? Mal ein bisschen Penaten oder Scheiße. Sowas. Kein Schuss darf daneben gehen, ey. Muss so aufpassen. 3. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, alles klar. So, Blendgranate. Das kann ich gebrauchen. Dann nehme ich noch das Pflänzchen hier mit. Das könnte ich mir eigentlich auch gleich mal einverleiben. Vielleicht sparen wir uns das auch. So, jetzt hier habe ich ja schon alles abgesammelt. Okay, 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 okay. Dann würde ich sagen, verschlägt mich mein Weg zurück. Was ist das? Elektroteil! Das ist für die Sicherung dort draußen. Ah, jetzt habe ich wieder ein Problem. Okay, dann essen wir mal das Kraut. Oh, benutzen. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Ich kann es nicht erwarten, hier noch eine Gürteltasche oder einen Rucksack oder irgendwas zu finden, wo ich nur ein paar mehr Slots bekomme. Das ist halt... Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist halt die Schwierigkeit an dem Game. Das so ein bisschen hier einzutakten. Aber wir spielen ja auch auf normal. Viele von euch spielen es ja auf leicht, habt ihr mir gesagt. Einfach, um das Ganze ein bisschen entspannter zu gestalten. Verstehe ich auch auf jeden Fall. Momentchen mal, mein Freund, warte mal. Das sollte jetzt die Tür wieder öffnen. Okay, da haben wir dann den Shortcut hier freigelegt. Bisschen schneller freilegen, bisschen schneller. Komm raus hier, ey. Okay, ich habe gerade Marvins Schicksal besiegelt, oder? Haha, ich weiß es nicht. Okay, wir könnten jetzt auf jeden Fall mal zurückgehen in die Waffenkammer. Und wir machen den mal noch fertig. Sonst war es das mit meiner Beförderung. Reicht, reicht. Lenkt ihn auf jeden Fall ab. Ich habe keine Schüsse mehr. Ich kann doch aber irgendwo auch noch weiter, oder? Eieieiei, was ist das hier für ein Raum? Hier war ich noch gar nicht, ne? Ich glaube, das habe ich übersehen. Oder konnte man hier vielleicht noch nicht rein? Weiß es gerade gar nicht. Vielleicht checke ich es auch gerade einfach nicht. Das ist wie hier irgendwie ein Verhörzimmer oder so. Weiß nicht. Nee, nicht ein Verhörzimmer, sondern so ein Anklagezimmer. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, wunderbar. Ich liebe dich, Alter. Ich liebe euch alle. Ah, in der Demo war ich schon mal hier. Ah, I see, I see, I see. Okay, wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Oder wieder zurück. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir wieder zurück, ne? Um in den Waffenraum zu kommen. Reicht, 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 reicht. Ich liebe, dass man das machen kann. Warte mal, hast du irgendwas dabei, Schätzchen? Nee, hast du nicht. Außer Mangel an Motivation, hier wirklich mal ein paar Sachen durchzuziehen, nicht wahr? Du kriegst auf jeden Fall keinen Platz neben meinem Schreibtisch. So. Gehen wir mal Snackman an seinem Automaten besuchen. Oh, hier haben wir noch was. Ja, das nehme ich mal mit.
Sehr gut. Das habe ich nämlich auch beim letzten Mal liegen lassen. Und dann holen wir uns vielleicht mal die Schrotflinte, ha? Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal sinnvoll. Müsste hier ja gleich irgendwie vorhanden sein. Ich ignoriere den mal. Ich habe sowieso nicht mehr. Oh, hier. Hier. Ah, nein. Hier brauche ich den Kleeblattschlüssel. Ich dachte, das wäre jetzt was. Ah! Ein Fall für einen Bolzenschneider. Alter, meine Güte. Hier geht die Party aber richtig ab. Ich dachte, wenn ich das hier einmal erledigt hätte... Ach nee, ich sehe schon. Ah! Was habe ich dem gerade reingestopft? Ein Mars? Ein Snickers? Oh, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Okay, hier kommen wir jetzt aber rein. Geil. Kann ich den Raum hier gleich nochmal mitnehmen? So. Wir haben ja sowieso schon hier ein Medaillon mehr geschafft. Das ist wunderbar. So, was ist das? Elektronikgerät. Ein bisschen spezifischer hätte es auf jeden Fall auch getan. Und noch ein Kraut. Das können wir kombinieren. Ja, wunderbar. So, Elektronikteil. Was macht das denn? Sagt mal. Wenn wir da ein bisschen dran zoomen. Space. Oh, da brauche ich Batterien. Oh, das ist der Zünder für das C4. Die Batterie fehlt. Tja. RIP. RIP in Pepperoni, ne? Und da irgendwie... Nee, können wir nicht durch. Hier durch. Hier können wir aber den Riegel wegmachen. Jawohl, ja. Ah, wieder ein Shortcut freigelegt. Oh, ich liebe das, Alter. Warte mal, hier. Hier war, hier ist Snackman. Da liegt er. Geil. Never forget die. Ach ja, das war der Raum. Ich glaube, das habe ich nicht gefunden. Genau hier sind wir. Alles klar, super duper. Oh, müssen wir hier die Taste einsetzen? Goll. Alles klar. Ja, scheint doch in Ordnung zu sein, oder? Cool. Okay, wie kommen wir jetzt an die Schrotflinte? Ah, hier ist sie. Hier ist die Schrotflinte. Da muss ich, glaube ich, die Karte einsetzen. Oh, dann haben wir auch wieder Slots verfügbar, ey. Es ist eine... Oh, geil. Oh, geil, 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 geil. Oh, wunderbar, wunderbar. Ja, ja. Ach, das legt sich alleine auf den Quickslot. Verstehe. So, können wir das hier irgendwie aufmachen? Vielleicht mit dem Tasten da vor. Ach, da braucht. Deswegen müssen wir die Tasten da einsetzen. Leute. Es ist alles so simpel. Man muss das gar nicht so kompliziert denken. Und was stand denn da jetzt drauf? 1, 0, 9. Ja, da können wir natürlich noch nicht alles kriegen, solange wir das nicht haben. So, ist das jetzt offen? Ist das geil? Sehr gut. Noch ein bisschen Munition hier abgekrabbelt. Was können wir denn alles kriegen, sag mal? Ich will mir auf jeden Fall alles mitnehmen, was vorhanden ist. Ja, geh mal her hier. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, warte mal, wir können die Schrotflinte nachladen. Dann haben wir wieder was. Jawohl. So, kann sich auch keiner beschweren. Okay. Oh, die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Hier so, 103 und 102. Ja, guten Messer. A2. Ja, 102 müsste das ja sein. Die 3 haben wir noch nicht. Also alles mit einer 3 können wir nicht kriegen. So, das ist natürlich hier Schießpulver, ha? Haben wir da jetzt noch eins gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, Hammer! Oh, wunderbar! Oh, super! Das hat sich so gelohnt. Warte mal, können wir die in eine Hosentasche stecken, bitte? Danke sehr. Wunderbar. Wow. Was für ein geiler Raum, ey. Ich bitte euch. Schließfach, Terminal, Notiz. Ersatztasten. Ja gut, das habe ich jetzt mittlerweile auch festgestellt. So, alles mit einer 3 können wir nicht. Psst, das ist die Gürteltasche, Alter. Das ist bestimmt Marvins Schließfach. Der hat sie zurückgehalten. Ja, 208. Okay. Da kriegen wir noch ein bisschen Shotgun-Muni. 208. Die Taste 3 müssen wir noch irgendwo. Die müssen auch irgendwo rumliegen. Vielleicht wieder in so einem kleinen Tresor, den wir von irgendwo kriegen. Aber das werden wir sicherlich noch irgendwie herausfinden. Bis jetzt kommen wir ja sehr gut durch, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Projekt. Ich feiere das so ungemein, ey. Ich feiere das so absolut. Okay, 4 Patronen passen da rein. Gut, 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 gut. Gut, goodie. Goodio. Okay, da kommen wir raus. Wo wollte ich jetzt hin? Vielleicht ja in diesen Raum mit diesem Desk und da mal dieses Rätsel lösen. Da müsste ich eventuell mal eine Weile überlegen. Ah, ich glaube, da kommen wir nicht. Da müssen wir, glaube ich, da... Ah, hinspringen. Oh, Alter, klopf doch an. Zu seiner Verteidigung hat er vermutlich. So. Oh, hier ist noch ein Raum. Oh, hier ist noch ein Raum. Ach, hier ist ein Safe-Raum. Ach, guck mal an. Oh, cool. Gibt's hier noch mehr Munition? Alter, ich glaub das nicht. Wie habe ich denn das übersehen?
Alter, hier liegen die Vorräte. Hier haben die alles versteckt. Oh, krass. Okay, gibt's hier auch eine Truhe irgendwo? Hey, gibt's. Wie? Wie zum Teufel ist mir das passiert? Weiß es nicht. Okay, ich lege mal das weg. Und ich lege mal das weg. Weil da müssen wir eh noch die Batterien finden. So, das hier behalte ich mal, weil wir müssen in das Badezimmer. Da müssen wir, glaube ich, die Treppen hoch, genau. Genau, das Juwel nehme ich mit, falls ich es brauche. Den Boltcutter nehme ich auch mit, falls ich es brauche. So, ich schätze mal, das wird reichen. Dann gönne ich mir lieber noch so ein bisschen Pulver. So, was steht hier? Heilwirkung von Kräutern. Ja gut, wenn ich die kombiniere. Blaue und rote, die Konstitution. Aha. Ich glaube, blaue Kräuter habe ich noch gar nicht gefunden. Aber wir können auf jeden Fall mal speichern, Freunde. Wunderbar. So, was haben wir hier drin? Oh, ach so, ach, noch mehr Kräuter. Meine Herren. Was hier alles gibt. Was? Ah, hier kann ich ein Foto entwickeln. Okay. Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Naja, mach dir keine Sorgen. Ich schließe auch hinter mir ab. Okay, da können wir irgendwie ein Foto entwickeln oder so. Das haben wir noch nicht. Jetzt geht's mal die Treppe hoch. Wir müssen da irgendwann ins Badezimmer kommen. Ja, ja, mach jetzt hier nicht so ein Terz, komm. Du bist nicht krass. Oha! Bäm! Oh, dein Mann wird dich gar nicht wiedererkennen, Süße. Oh, rip you. Und deine äußerst dünne Schädeldecke. So, hier. Hier auf jeden Fall. Oh, geil, geil, geil. Wir kommen richtig gut voran in dieser Folge. Wunderbar. Ich liebe dieses Level-Design sozusagen. Dass man nach und nach alles findet. Und das trotzdem relativ linear ist. Einfach aus dem Grund, weil... Oh nein, da sitzt Elvis, Alter. Der schluckt wieder wie... Ich sag's nicht. Ja, es wirkt trotzdem relativ linear. Obwohl es natürlich nicht linear ist. Buddy, du wartest nur auf deine Wäsche, ne? Deine kleinen dreckigen Flipper. Oh, meine werden auch gleich dreckig. Hast du was? Hast du nichts? Bist du nichts? Oha, was ist das? Was ist das bitte? Was ist das? Schießpulver. Nee, gib doch her. Nee, gib es her. Okay, wunderbar. Dann können wir gleich mal kombinieren. Alter, jetzt haben wir hier Munition noch und nöcher. Das ist eine wahre Pracht. Das ist halt alles, was ich beim letzten Mal vergessen habe. Egal. Okay, super. Danke dir. Wo ist, was ist... Warte mal, wo sind wir hier? Hier waren wir noch nicht, ne? Das ist ein vollkommen neues Abteil. Ich glaube, hier sind wir noch nicht durchgekommen. Ah! Was in Gottes Namen? Oh no. Oh no. Ich wollte mich gerade ducken, ey. Kann ich mich da vorbeischleichen? Oh, Hilfe! Alter, was mache ich denn gegen den? Nee, der chillt da jetzt. Bitte nicht, ey. Oh, soll ich auf den ballern? Oh, ich weiß es nicht. Kann mich vorbeischleichen, ne? Psch, 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 psch. Alter. Oh, da gehen mir richtig die Muffen. Was ist das denn hier für ein Raum? Alter, wie groß ist denn diese Polizeistation, ey? Okay, Rot und Rot kann ich nicht miteinander vermischen. Gesellt sich nicht gerne, sozusagen. So, was haben wir da? Oh, eine Batterie! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir gleich wieder zu unserer Box gehen. Und dann wissen wir auf jeden Fall auch, wo wir beim nächsten Mal hingehen können. So, 22.09.1998. Interne Bürobedarfsverpflegungsmitteilung. Verpflegung, ja, das wäre mal gut. Snackman ist schon, hat sich freiwillig gemeldet. Hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss vom Starsbüro und 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Warte mal, hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss. Ah ja. Kombination lautet. Warte mal. Muss ich mir das aufschreiben oder. Verdammt. Okay. Wir haben eine Safe-Kombination. Ich glaube, dass... Ja, das habe ich mitgenommen. Okay, alles klar. Muss ich mir nicht aufschreiben. Boah, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel so abgrundtief. Okay, 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 okay. Was gibt's denn hier alles Schönes? Sag mal. Flintenmunition gibt's. Alter. Meine Tasche schleife ich schon wieder am Boden. Wisst Bescheid. So, was haben wir hier? Da können wir auf jeden Fall irgendwas reinstecken. Vielleicht ein USB-Stick oder so. 4 Fragezeichen. Locked. Okay, okay, okay. Ich glaube, da brauche ich wirklich irgendwas. Counterort. Ein Dongle, einen USB-Anschluss stecken. Hahaha. Ich kenn's alles, Leute. Ich weiß auf jeden Fall Bescheid. So, was kriegen.
Hängt da eine übelste Knarre? Da hängt irgendwie eine Magnum oder sowas. Oh, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch gönnen. Aber so richtig. So, was geht hier? Eine Blendgranate. Ja, kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte es. Vielleicht können wir da auch einen Kraut irgendwie loswerden. Ah, hier liegt halt so viel Zeug. Was soll ich tun? Ich könnte natürlich nochmal zurückgehen zum Raum. Das ist halt ein bisschen nervig, über diese Rückwege sozusagen. Aber das verlängert natürlich auch das Spiel. Das muss man natürlich sagen. Oh Gott, hier ist das Vieh. Ah! Ah! Ich hab's vergessen! Sorry, ich hab's vergessen, Alter! Ich hab einfach null mehr dran gedacht. Okay. Vielleicht können wir uns das auch sparen. Heimel kann so nicht verwendet werden. Ach Mist, das kann ich so gar nicht fressen. Oh, muss ich erst aufbereiten, Alter. Was ist da? Nein! Oh Gott! Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte nicht rennen sollen. Alter! Was ein Stress! Ich will nicht gegen das Vieh kämpfen. Das ist übelst krank, Alter. Ich traue mich nicht. Fürchte mich davor, ey. Oh. Nice. Darf ich den mitnehmen, bitte? Das wäre mal was. Okay, Leute. Ich glaube, ich gehe jetzt runter. Auf jeden Fall zum Safe Room. Speichere da ab. Und dann werde ich auf jeden Fall noch was zu dem kleinen Gewinnspiel sagen. Ich brauche auf jeden Fall Heilung, Alter. Ich brauche so Heilung. Und dann weiß ich halt, wo ich beim nächsten Mal gleich wieder hingehen werde, um einfach mal das Zeug noch mitgehen zu lassen, weil so eine Blendgranate und so, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, einstecken zu haben. So, Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen, Alter. Wenn ihr, ihr habt mit der Folge mega Spaß. Wenn ihr das auch so seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, was ihr gewinnen könnt, und zwar diese RPD-Stahl- oder Metalltasse oder Becher ist das ja, also Raccoon City Police Department, denke ich mal, plus diesen Schlüsselanhänger, Made in Heaven, und das T-Shirt mit auch diesem Motiv drauf. Und zwar in einer Box. Es gibt nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Was ihr dafür tun müsst, Leute, mir ist jetzt nichts Besonderes eingefallen. Schreibt einfach einen Kommentar. Lasst einfach einen Kommentar da unter diesem Video oder unter den folgenden Videos mit dem Hashtag ResidentZev, dass ich das einfach ein bisschen filtern kann, dass ich weiß, ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen. Schreibt irgendwas. Am besten irgendwas Kreatives, keine Ahnung, ist mir egal. Und ich werde das in einer der nächsten Folgen, vielleicht in der nächsten, vielleicht in der übernächsten, ich weiß noch nicht genau, irgendwann droppen und den Gewinner announcen und dann euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wie ihr mich anschreiben könnt, wegen Adresse und so, dass ich euch das zuschicken kann. Versand bezahle ich, macht euch keine Sorgen. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß weiterhin und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Dankeschön, haut rein und ciao.